Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man Miles Morales und dem Beagle. Die Hauptstory haben wir durch. Glückwunsch, du hast die Hauptstory abgeschlossen, aber das Abenteuer geht weiter. Du kannst jetzt im Pausenmenü erneut spielen, bereits abgeschlossene Mission oder der FSDN-App bereits abgeschlossene FSDN-Aktivitäten wiederholen. Du kannst jetzt auch im Menü einstellen und die Tageszeit ändern. Wenn du eine größere Herausforderung suchst, kannst du mit dem Schwierigkeitsgrad ultimativ ein neues Abenteuer starten oder mit Neuspiel Plus mit deiner ganzen Ausrüstung allen Fertigkeiten neu beginnen und neu freischalten. So. Hey Mom, hast du zu tun? Nein, das wollte ich nicht, scheiße. Hey, ich. Nee, Mission aufgeben, danke. Upsala, sorry Leute. Hey Mom, hast du zu tun? Nur ein bisschen. Was gibt's? Ich komme gerade aus der Trinity Church. Ich musste an Finn denken. Und. Was beschäftigt dich? Sie hat mir das Leben gerettet. Dir! Allen anderen! Mhm. Dabei hat sie uns erst in Gefahr gebracht. Aber seitdem ich weiß, was mit Rick passiert ist. Ist schwierig, ne? Verstehe ich es irgendwie. Menschen sind kompliziert. Nimm Onkel Aaron. Er hat Krieger ins Gefängnis gebracht. Er half uns, Leute aus Harlem rauszubringen. Aber wenn ich ihn ansehe, muss ich nur an die Qualen deines Vaters denken. Ja. Du musst Finns Leben nicht beurteilen, Micho. Auch nicht ihren Tod. Behalt einfach in Erinnerung, warum du sie so gern hattest. Du bist immer für mich da. Das ist mein Job. Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Entiendes? Sí. Te quiero. So, haben wir direkt mehrere... Ach du Scheiße, haben wir direkt zwei Nebenquests. Wir haben einmal zu Hause eine Nebenquest. Okay. Alte Zeiten. Und wir haben Katze. Oh! Die will ich machen. Die will ich. Hey, ist das Spider-Man? Ja. Hier ist Theo. Ja. Von der Bodega. Ja. Ich hoffe, ich störe dich gerade nicht. Nein. Hier ist übrigens Theo. Von der Bodega. Ja, ich weiß. Ich stehe vor deinem Laden. Hey, Theo. Was gibt's denn? Also, hör zu. Spider-Man. Also, mein Spider-Man. Mein Kater. Er steht voll auf dich. Ja? Oh, cool. Ich mag ihn auch. Braver Kater. Also, was ich sagen wollte, wenn du mal vorbeikommen und mit ihm abhängen möchtest, mit ihm Gassi gehen oder mit ihm gemeinsam rumschwingen willst, das ging in Ordnung. Das wollte ich sagen. Geil. Na klar, ich würde gern mal mit ihm chillen. Danke, Theo. Boah, das ist echt klasse. Das freut mich. Ich meine ihn. Ich sag's ihm gleich. Bist ein guter Spider-Man. Bis bald. Natürlich. Theo ist der Hammer. Super Typ. Gib mir die Katze. Hey, schön dich zu sehen. Hi. Ich habe allen erzählt, wie du Spider-Man gerettet hast. Gib Spider-Man. Schwingen wir los, Spider-Cat? Ihr seht super aus. Absolut. Naja, der Pulli ist fragwürdig, aber... Ja! Zieht los und bekämpft das Verbrechen, ihr zwei. Das ist ja wohl mal geil. Oh, warte. Bin schon gespannt, was ihr später erzählt. Oh, ich lieb's. Oh, Vorsicht mit den Haarballen. Die sind etwas ja. Eklig. Ach, ist mega. Jetzt heißt es aufs Maul haben? Du bist der Beste. Erst beleidigt sie mich und dann... So, wir haben den... Jetzt können wir das Let's Play beenden. Nein, Scherz. Wir haben noch ein paar Nebenquests zu erledigen. Mann, bin ich müde. Und wo kommt die Katze jetzt so lange hin? Will ich das wissen? Vermutlich nicht. Oder hat er die jetzt... Er hat sie, glaube ich, immer noch hinten drin. Und jetzt so einfach fallen gelassen. Ich muss mal schlafen. Okay, machen wir das mal. Ganz kurz ausruhen.
was auf eine Schnitzeljagd? Dad und ich haben das gerne gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Miles. Du bist bereit für die weltbeste Schnitzeljagd. Bist du bereit für die weltbeste Schnitzeljagd? Hier ist der erste Hinweis. Den Park im Blick, die Welt auf den Schultern. Bewachen wir den nächsten Hinweis. Oje. Das sehe ich mir mal an. Was sie sich wohl ausgedacht hat? Ah, das sind Sammelgoodies. Ich sollte raus hier. Mir das Natural History Museum ansehen. Okay. Ich höre die Katze. Ich höre sie. Ist sie oben auf dem Dach oder wie? Die kann Finisher mit mir machen, die Katze. So. Ich war ewig nicht mehr im Museum. Beim letzten Mal mit Finn und Dad. Das hat immer Spaß gemacht. Also drei Fähigkeitspunkte. Der Gedanke. Super. Sag mal, Leute, ist das nicht. Nee. Ist das nicht geil? Der Katze? Fertig. Nein, nein. Ja. Ich habe eh nur noch. Das hier offen. Ja, ja. Das hier. Das hier. Ich hätte mir jetzt wenigstens eine Trophäe gewünscht, wenn ich ehrlich bin. So. Aber hier ist eine Nebenmission, die ich wie auslösen kann. Und da ist was Gesperrtes. Ha. Leute, ich bin mir nicht so ganz schlüssig. Aber wir gehen einmal gucken mit dem Geschenk. Wie gesagt, da ist noch eine Nebenmission offen. Wie sieht es denn hier mit den Nebenmissionen aus? 6 von 7. Hey, Miles. Ich versuche, nach all der Zeit alles, was liegen geblieben ist, aufzuarbeiten. Viel Spaß. Keine Pause für die Spider-Man? Nein, wo wir gerade dabei sind. Ich werde nach meiner Rückkehr nicht die ganze Zeit hinter dir herschwingen und dich überwachen. Ich vertraue dir. Und ich habe noch andere Dinge zu erledigen. Was denn? Kann ich helfen? Ich brauche einen Job. Freelancer beim Hugel war super, aber ich will jetzt etwas Festes. Schon mal an Unterrichten gedacht? Das kannst du gut. Im Ernst? Nein. Die Katze! Nein. Vielleicht? Ich denke drüber nach. Bis dann. Wo denn? Wo ist, ich will das Verbrechen haben, einfach weil ich einen Finisher machen möchte und gucken möchte, wie sehr die Katze mich unterstützt. Wobei. Das sieht ganz schön zwielichtig aus. Ja, ne? Finde ich auch. Er hat uns gesehen! Bringt ihn um! Sorry! Spider-Man hasst illegale Waffengeschäfte! Ich bin dran! Die Katze hat nicht mitgemacht. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, weil die Katze hat nicht mitgemacht. Seid nächstes Mal subtiler oder lasst es einfach mit den Verbrechen. Nee, nee, sonst hätten wir ja nichts mehr zu tun. Okay, Natural History Museum. Ja. Der Hinweis auf der Karte war, den Park im Blick, die Welt auf den Schultern. Bewachen wir den nächsten Hinweis. Am Eingang beim Central Park steht eine Statue mit 4 Typen und einem Globus. Vielleicht ist die gemeint. Am Eingang? Oh, ups. Sorry, kleine Katz. Am Eingang? Wo ist denn der Eingang? Ist das der Eingang? Nee. Doch, eigentlich schon. Cool.
Mach's gut. Bester Urlaub überhaupt. Wo denn? Ah, da. Ich hab's. Was stimmt mit dir nicht? Nur weil Weihnachten vorbei ist, kann man trotzdem noch freundlich sein. Hier ist noch eine Postkarte. Nimm sie, das ist ein Verbrechen. Die hier ist vom Empire State. Hoch über dem Empire State Building findest du ein blindes Augenpaar. Findest du ein blindes Augenpaar? Okay. Da ist noch ein Speicherstick. Hey, Großer, herzlichen Glückwunsch. Dad, ich dachte, eine Schnitzeljagd macht dir Spaß zu lassen, 16. Eine Reise in die Vergangenheit. Weißt du noch, der Sommer, als du und Finn jedes Wochenende mit mir ins Museum wolltet? Ich sag dir was, ich hab das geliebt. Ich hab mich oft schuldig gefühlt, weil du keine Geschwister hast. Mit deinem Onkel läuft's gerade nicht, aber ohne ihn wäre ich keine 18 geworden. Wenn du mit Finn zusammen warst, fühlte ich mich weniger schuldig. Du hast eine Schwester. Sie. Mit Finn und jetzt Genki wirst du immer eine Familie haben. Ich hab dich lieb, Großer. Auf zum nächsten Hinweis. Jetzt kommt was Gutes. Dein Dad und ich hingen oft hier ab und hörten zu, wie die Feuerwache zum Leben erwachte. Genau das brauchst du. Bei der Feuerwache. Irgendwie nervt die Katze mich da hinten drin, wenn ich ehrlich bin. Bei der Feuerwache, ja. Interessant. Ich glaube, diese Umgebung hat deinen Dad dazu veranlasst, Polizist zu werden. Ich sagte ihm, er wäre nicht verklemmt genug dafür, aber er wollte die Dinge von innen heraus verbessern. Dafür hat er alles gegeben. Du machst mir Angst. Du hast viel Gutes getan, Dad. Und ich werde das auch. Ich kann irgendwas machen. Wow, mach mal das mit den Händen! Wie wär's mit einer Runde Armdrücken? Meinst du das? Egal, Empire State Building, ja. Ach so, ich muss den Hinweisen immer folgen, wie es gerade kommt. Aha, ich glaube, das machen wir. Das interessiert mich jetzt. Außerdem können wir so das Katzenoutfit noch ein bisschen genießen. Weniger schwätzen. Witzig, dass Pete jetzt da ist, aber immer noch keine Zeit hat und jetzt sagt, naja, Miles macht schon alles gut. Prima. Hey Leute, das war eine gute Woche für Harlem. Spider-Man hat Tinkerer gestoppt, Rio Morales wurde zum Stadtrat gewählt, Roxxon Plaza ist endgültig geschlossen und Simon Krieger sitzt im Knast. Und als Empire State Building, also der Hinweis. Hoch über dem Empire State findest du ein blindes Augenpaar. Vielleicht geht's ja um das Fernglas auf der Aussichtsplattform. Oh, okay. Die ist hier. Oh, was für ein Schreck. Indeed. Ich darf nicht. Warum nicht? Modern Art Museum in Greenwich. Ich erinnere mich daran. Na, lies doch. Finde das Fossil inmitten des Modernen. Schau auch nach oben. Ausflug in der 5. Klasse. Empire State Building. Ich beaufsicht. Beaufsichtige nie freiwillig einen Bus 10-Jähriger. Wir brauchten 3 Stunden bis dorthin. Und wer tauchte dann dort auf? Ach, shit. Der Spinnenkopf persönlich. Und Vulture. Kaum waren wir aus dem Aufzug raus, mussten wir wieder umkehren und aus dem Gebäude fliehen. Du weißt, was ich noch ganz genau. Du wolltest bleiben. Du sagtest,
Spider-Man braucht uns, Dad. Du bist ein geborener Held, Miles. Verliere nie deinen Kampfgeist. Auf zum nächsten Hinweis. Ah, das ist süß. Das ist richtig süß. Also alle Sammelgoodies werde ich natürlich nicht machen, Leute. Ich brauche aber ja irgendeine Möglichkeit, die Nebenquesten alle freizuschalten. Oder kann ich manche nur New Game Plus freischalten? Das wäre natürlich ziemlich scheiße, wenn ich ehrlich bin. Okay, da ist das Modern Art Museum. Finde das Fossil inmitten des Modernen. Schau auch nach oben. Hey, hat das Museum nicht ein Fossil auf der Terrasse zum Fluss? Mal nachschauen. Wo ist denn die Terrasse zum Fluss hin? Hier nicht, ne? Welche Terrasse zum Fluss? Ah! Ich habe die Terrasse zum Fluss gefunden. Viel kleiner als ich dachte. Ja, ne? Passiert. Kein Sturz, dass er darauf geht. Als nächstes wohl zum CODB. CODB! Ach nein, nicht, ich will lesen. Wo das Licht regiert, sind großartige Melodien. Hängt inmitten der Lichter. Am ersten Mal musste ich dich und Finn förmlich ins Modern Art Museum schleifen. Das sind doch voll komische Bilder. Aber deine Mom und ich wussten, dass wir euch andere Blicke auf die Welt zeigen mussten. Mitunter radikal andere. Als ich euch ehrfürchtig vor diesem psychedelischen Porträt... Nicht böse gemeint, aber ich kann schon mal dahin schwingen, wo ich hin muss. Angela Davis sah, wusste ich, dass wir es kapiert hat. So viel Orange und Gold. Okay. Ihr hattet nicht gewusst, dass die Welt auch so aussehen kann. Dass man selbst so aussehen kann. So königlich. Ich bin stolz auf dich. Tolle Leistung bisher. Mal sehen, wie du dich weiterhin schlägst. Oh, ich finde das so schön. Finn und ich haben noch Monate von dem Ausflug gesprochen. Mom und Dad wussten, wie man inspiriert. So soll das ja auch sein, ne? Wir haben jetzt noch 13 Minuten. Ich gehe sehr stark davon aus, wenn ich nicht so viel Dönekes zwischendurch mache, dass wir es dann locker schaffen werden. Liebe Zuhörer, Sie wissen, dass ich großen Wert auf Wahrheit, Integrität und Fakten lege. Ich war hart zu diesem neuen Spider-Man seit der Katastrophe auf der Braithwaite Bridge. Und das mit gutem Grund. Ah ja, aber... Der Junge hat es so sehr vermasselt. Da wäre sogar das Original röter als sein Kostüm geworden. Das stimmt gar nicht. Also das Klassische. Nicht das hässliche neue Teil. Aber heute muss ich anerkennen, dass sich unsere Stadt um diesen Jungspund schart und ihn als... Helden bezeichnet. Als eine... instabile Energiequelle drohte Harlem von der Landkarte zu tilgen, traf der junge Spider-Man auf den Plan und rettete Leben. So ist das. Zumindest wollen seine Fans, oh, dass wir kommt das glauben. Aber. Aber in Wahrheit wäre all das nicht passiert, wenn er sich nicht diesen lächerlichen Anzug angezogen und darin durch die Gegend geschwungen wäre, um rücksichtslose Gewaltakte zu begehen. Held? Wohl kaum. Ha! Jared, lass mal ein paar Anrufer durch, die mir recht geben wollen. Er kann einfach niemals nett sein. Kann er es nicht? Da läuft irgendwas falsch. Nee. Leute, es gibt technische Probleme. Okay. Bitte etwas Geduld. Okay, CODB. Los geht's. Hängt inmitten der Lichter. Gut, dass der Sturm vorbei ist. Man konnte kaum die Sache erkennen. Ja. Kann nicht, warte mal. Ja, geht. Na also. Lobster Bills. Dads Lieblingsrestaurant. Ich dachte, er sagt jetzt was Nettes und dann... Ach, scheiße. Und dann kommt da nur Bullshit. Unter Stuyvesant haust eine...
monstermäßig gute Mahlzeit. Okay. Aber das nächste ist dann da hinten. Ich habe meine halbe Jugend mit deinem Onkel im CATV verbracht. Unsere Musikerinnen liebten diese winzige Bühne. Aaron stand dort sogar selbst mal. Und er war auch gar nicht schlecht. Er erzählt viel von seinem Onkel. Nachtjob erzählte, brachte er mich hierher. Damit es nicht so schlimm war. Aber danach habe ich den Ort gehasst. Deswegen nahm ich dich nie hierher mit. Bedauere ich. Würde dir auch gut gefallen hier. Deshalb mein Vorschlag. Such dir ein Konzert aus. Ich lade dich ein. Und dann zeige ich dir mal, wie ich früher abgegangen bin. Der nächste Hinweis ist dein Mann. Ich finde es schön, dass sie... Dad wollte mich zu einer Show mitnehmen. Ich brauche einen Moment. Ich finde es schön, dass sie hier nochmal deutlich machen, er hat seinen Bruder nicht gehasst. Es hat ihn sogar im Endeffekt selbst sehr wehgetan. Ich nehme mal an, wenn er jetzt noch am Leben wäre... Würde er es, glaube ich, auch nochmal mit seinem Bruder versuchen. Da er ja auch seinen Sohn gerettet hat. Erst auf eine sehr seltsame Art und Weise, dann aber auf eine ehrliche Art und Weise. Und irgendwie mag ich das. Das ist wieder sowas, wo ich sage, da lohnt sich das, durch die Stadt zu cruisen und Spaß zu haben. Ich kriege ein bisschen Mehrwert. Nutzer melden einen Helikopter, der gar nicht gesund aussieht. Okay, der soll mal machen, was er möchte. Ich habe was zu tun. Lobster Bills, jetzt Pilgerstätte. Unter Style Vessant haust eine monstermäßig gute Mahlzeit. Ich weiß auch schon, was für ein Monster er meint. Der Hinweis muss auf Bill, dem Hummer, sein. Der ist wirklich monstermäßig. Bill, der Hummer? Hier? Oh, spiel der Hummer. Wo willst du hin? Ey, Bill Hummer, wo bist du? Jetzt bin ich schon wieder weg da. Nee, ich bin weg da. Lobster Bills, Dads Pilgerstätte. Unter Style Vessant haust eine monstermäßig gute Mahlzeit. Ich weiß auch schon, was für ein Monster er meint. Aber ja, das kann ja sein. Der Hinweis muss auf Bill, dem Hummer, sein. Der ist wirklich monstermäßig. Ach, den Hummer. Entschuldigung. Ja, das kenne ich. Der Art Space auf der Upper East Side. Ja. Kein Brief gelangt ohne Halt am Tor in dieses künstlerische Schloss. Bevor er anfängt zu reden, wie weit ist das weg? Oh Gott, ganz da hinten. Mann, Lobster Bills, mein zweites Zuhause. Erinnerte mich immer an die Küche deiner Oma unten im Süden. Mein erstes Date mit deiner Mom war hier. Und so ziemlich jedes danach auch. Sogar als sie mit dir schwanger war. Direkt vor der Nachspeise kamen die Wehen. Ich gebe den Cajun Shrimps die Schuld. Danach war sie kein Fan mehr. Aber ich gebe es zu. An manchen Abenden, wenn ich lang arbeiten muss. Oh ja, da gibt's die vierte Urkraft für mich. Verrat's deiner Mom nicht. Mom wusste, dass er dort Halt macht. Gönnen wir ihm sein Geheimnis. Sie waren ein gutes Team. Das waren sie wohl. Wo wollte ich hin? Hier. Nehmen wir doch mal die Schnellreise, weil wir haben nur noch 7 Minuten. Los, Beidi, aber ich will auch, wenn ich helfen kann. Wow, mach das mit den Händen? Nein, mache ich jetzt nicht. Irgendwas muss da kommen. Miles, geschafft! Ich hab's rausgefunden. Was denn? Wie man bequem von zu Hause aus Atome spalten kann? Das habe ich als nächstes vor. Nein, Speed Nonagon. Das Kollisionsmodell steht. Die Projektilphysik läuft, die Bildrate ist stabil. Es sieht klasse aus. Also kann ich spielen? Texturen fehlen noch. Soundeffekte, Musik, Sprachausgabe. Ich schreibe die Musik. Soundeffekte kriege ich bestimmt auch hin.
Zuerst entwerfen wir unseren eigenen Spider-Anzug und jetzt bauen wir ein Handyspiel-Imperium. Wir sind nicht zu stoppen. Hab nie dran gezweifelt. Ich mach gerade Spinnensachen, aber wenn ich nachher zu Hause bin, mache ich mir einen Plan für die Soundeffekte. Oh, und ich überleg mir was zur Musik. Ja, wuhu! Hast du es gespürt? Das war ein Fern-High-Five von mir. Bis später. Da ist der Artspace. Okay. Kein Brief gelangt ohne Halt am Tor. CJ Walker Park. Kenne ich. Ist oben in Harlem. Unter dem Korb, wo du fliegen lerntest, findet die Reise ihr Ende. Der letzte. Mann, das soll nicht schon vorbei sein. Ja. Er hat doch gerade Harlem gesagt. Ah, na gut. Da können wir hinschwingen. Abschluss der Mittelstufe. Du und Finn habt gewitzelt, dass es eine Krönungszeremonie wird, als ihr das Artspace-Gebäude saht. Meine Mom und ich waren so stolz. Unser Sohn und unsere beinahe Tochter als Klassenbester. Klar, ihr beide wart traurig, weil ihr auf verschiedene Highschools gehen musstet. Aber weißt du, was meinst? Die Freundschaften aus der Jugend, die echten, die halten. Du und Finn findet einander wieder. Naja. Vielleicht dauert es ein paar Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Ein Hinweis noch. Du bist bestimmt schon gespannt auf das Ziel. Finn und ich haben uns wiedergefunden. Nur nicht so, wie Dad meint. Ja, sondern als Feinde. Da ist er, CJ Walker Park. Unter dem Korb, wo du fliegen lerntest, findet die Reise ihr Ende. Ich fliegen lernte? Ah, da hinten. An diesem Korb hier habe ich das allererste Mal eingenetzt. Das klingt so falsch. Echt tolle Erinnerung. Und so kommen wir zum Schluss. CJ Walker Park. Weißt du noch, wie wir hier Basketball gespielt haben? Dein Onkel hat dir das Dribbeln beigebracht. Und ich habe dir gezeigt, wie man mit voller Wucht einen Korb wirft. Ich werde nie vergessen, wie du und Finn mal deine Mom ausspielen wolltet. Dieser Ort erinnert mich daran, dass nur eins zählt. Egal wie verrückt das Leben wird. Die Leute, die man liebt. Du, deine Mom, Finn, Genki, sogar dein Onkel. Behalte die, die dir wichtig sind, in deinem Herzen. Dann machst du nichts falsch. Alles Gute zum Geburtstag. Du bist der Grund, warum ich tapfer bin. Oh, das ist süß. Das hatte ich nicht erwartet. Alles Gute zum Geburtstag, Miles. Herzlichen Glückwunsch, du hast es bis zum Ende geschafft. Dir verdanke ich meinen Mut in Liebe, Dad. Hey, Miles. Was gibt's? Hey, Mom. Ich bin fertig mit der Schnitzeljagd. Vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast. Kurz fühlte es sich an, als wäre wieder hier. Er ist immer hier, Micho. Hab dich lieb. Hab dich lieb, Ma. Da war jetzt aber doch Schau bei Mom vorbei, oder? Habe ich mir das jetzt eingebildet? Nee, warte mal. Da habe ich was missverstanden. Nee, offensichtlich nicht. Da ist sogar noch was Gesperrtes und ich frage mich, ob das Sachen sind, die ich nur in New Game Plus bekomme. Genauso wie hier diese eine Nebenmission und Underground-Verstecke habe ich ja nicht gemacht. Und hier die zwei Nebenmissionen. Also ich verstehe das tatsächlich nicht. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut rein. Das war eine schöne Mission. Die mochte ich. Die hat auch noch... Ich finde das Bild ziemlich toll da hinten. Und der zweite Spidey ist jetzt auch mit drauf. Oh, ich bin gar nicht eingeblendet. Aber ich mache mich mal schlau, wie das mit den Nebenquests jetzt noch ist. Oder ob das jetzt wirklich unsere letzte Nebenquest war. Dann hatten wir zumindest die ganze Folge über nochmal die Meets, die ich eigentlich von Anfang an geplant hatte. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und haut rein.